Wir sind in der höchsten Galerie Wiens im Pensionistenheim Fortuna. Wie lange gibt es diese Galerie? Die Galerie gibt es jetzt das 11. Jahr. Wir haben das mit dem Herrn Trittner, der unser Galerieleiter ist, eröffnet. Kennengelernt haben wir uns im Bezirksmuseum und der Ansporn war eigentlich, dass ältere Personen, die nicht mehr aus dem Haus gehen können, weil wir ja die Pflegestationen haben und betreutes Wohnen, dass die auch noch an Kunst herankommen. Das heißt, bei den Vernissagen sind nicht so viele von meinen Bewohnern, aber danach sitzen meine Bewohner hier, schauen sich die Bilder an, haben Freude daran und geben diese Freude auch dann an die Bewohner weiter, die in den Betten liegen in der Pflegestation, und das ist das Schöne. Das hat auch ein bisschen einen Reiz, weil ich habe gehört, dass du noch die Bewohner jetzt ausstellen, ihre Werke. Ist das haben wir korrekt? Zu Weihnachten gehabt, ja. Wir hatten eine Ausstellung von einer 103-jährigen Dame, die Patchworking gemacht hat, die leider jetzt nicht mehr unter uns ist, die uns heuer verlassen hat. Und das war eigentlich sehr schön. Mhm. Und wir konnten einige Stücke auch verkaufen. Und das ist dann wieder in die Bastelgruppe gekommen von der Pflegestation. Wunderbar. Dann sage ich euch herzlichen Dank und ich wünsche noch viel Erfolg mit der Galerie. Danke vielmals. Dankeschön. Wenn Sie Angehörige haben, Bekannte, Verwandte, ich habe Prospekte da. Sie können nachher mit mir auch gerne sprechen. Ich biete Ihnen Reihenhäuser an, Wohnungen, allgemeines Wohnen mit Betreuung und Pflege auf der Pflegestufe 2 und Pflegestationsplätze. Pflegestation, muss ich sagen, ist bei uns eigentlich immer fast voll, weil die fühlen sich leider von selber, die Leute ziehen sehr spät ein. Aber wenn Sie wollen, gerne mal mitnehmen, das Haus einmal anschauen, man kann sich vormerken lassen. Und es ist, glaube ich, nicht so schlecht bei uns, muss ich sagen. Eigenlob stinkt, sagt man meistens, aber ich glaube, die Bewohner fühlen sich alle sehr wohl bei uns. Sie haben bei uns im Bezirksmuseum ausgestellt, ja. In Floridsdorf, das ist kein Zufall. Sie sind Floridsdorfer, wie ich gehört habe, das freut mich besonders. Sie haben auch schon in der Galerie Art und Design Württeler ausgestellt, auch eine sehr gute Adresse für kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art. Die Einladung bekommen, aber habe ich gesehen, Sie haben einen akademischen Grad, der ungewöhnlich ist für das Fach Kunst, Kultur, Malerei. Sie sind Diplom-Ingenieur, also Sie haben an der TU studiert. Und ich habe gelesen, Sie sind immer schon malerisch, zeichnerisch tätig gewesen, schon als Kind? Ja, ja. Immer schon. Und das hat immer Spaß gemacht. Und auch die Idee, nicht an die TU zu gehen, doch eher Kunst und Kultur in die Richtung zu gehen, hatten Sie nicht nach der Matura? Vor der Matura habe ich überlegt, das also auch entweder Kunstakademie oder Angewandte zu machen. Wurde mir aber vom Professor Zeichnen abgeraten. Er hat gemeint, Sie werden nicht talentiert? Schon talentiert, aber das kann man als Hobby auch machen. Und Sie sollen einmal einen ordentlichen Brotberuf lernen. Ist finanziell vielleicht besser, wenn ich was anderes mache. Also finanziell ist es sicher besser, glaube ich, aber so als Zusatzfähigkeit und dann etwas, was man dann noch länger machen kann, also über die Pension hinaus, man denkt da immer schon ein bisschen längerfristig, ist die Malerei sicher eine sehr, sehr zufriedenstellende. Wie viel Zeit investieren Sie in ein Bild?